Ende des 19. Jahrhunderts war der Tom Collins einer der beliebtesten Gin-Cocktails in den Bars dieser Welt und ganz besonders an der amerikanischen Ostküste. Das ging so weit, dass er der Hauptdarsteller im sogenannten Tom Collins Hoax wurde, einem Streich, den sich die Menschen im Jahr 1874 besonders in New York gerne spielten. Das ist deshalb so genau bekannt, weil es einige Zeitungsartikel darüber gab. Das Ganze lief wie folgt. Auf die Frage, kennst du Tom Collins, war die Antwort häufig nein. Und die Reaktion darauf dann, wow, der scheint dich aber zu kennen, denn er erzählt in der Bar die Straße runter eine ganze Menge Zeug über dich. Das sollte den Angesprochenen jetzt verleiten, in diese Bar zu gehen, nach Tom Collins zu suchen. Kann den natürlich dort nicht finden, spricht daraufhin den Barkeeper an und der bereitet ihm dann den Cocktail zu und setzt ihn ihm vor und löst so das Ganze auf. Ja, auch wir werden ihn heute machen, den Tom Collins. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian und unser heutiger Drink ist ein wunderbar einfach zuzubereitender frischer Cocktail, einer der bekanntesten Gin-Cocktails und Begründer der Cocktail-Kategorie. Der Collinses. Collinses sind mit Sprudel verlängerte Sours. Damit sind sie relativ nah am Fizz oder am Highball. Die Abgrenzung ist da nicht so einfach. Man kann vielleicht festhalten, dass der Collins im Vergleich zu Fizz und Highball eher weniger Soda verwendet. Vermutlich ist die Basis für den Tom Collins irgendwann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als John Collins Punch auf die Welt gekommen. Kreiert von und benannt nach dem Barkeeper John Collins aus dem Limmers Hotel in London, als sogenannter Punch, also als eine Zubereitung für mehrere Personen mit Zitrussäften und Maraschino-Likör. Diese Punches waren zu jener Zeit sehr beliebt und die Version von John Collins soll besonders gut gewesen sein. Punches sind die Vorläufer unserer heutigen Cocktails und waren teilweise sehr nah dran an der Kategorie der Sours. Und ja, diese bilden letzten Endes, wie erwähnt, ja auch die Basis für unsere Collinses. Eine eindeutige Entstehungsgeschichte des Tom Collins lässt sich heute leider nicht mehr ableiten, wie aus dem John Collins der Tom Collins wurde. Dazu gibt es aber eine zumindest recht plausible Theorie. Zunächst wurde der Drink vor allem in den USA wohl mit sogenannten Hollands, also Geneva, zubereitet, den man in Amerika aber Gin nannte. Nachdem dann der gesüßte Old Tom Gin populär wurde, kam dieser in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum Einsatz und der Vorname unseres Collins änderte sich von John zu Tom, um die Verwendung des Old Tom Gins zu verdeutlichen. Da die Collinses als eigene Kategorie betrachtet werden können, bei denen diverse Spirituosen ihre Verwendung finden, wurden fortan unterschiedliche Vornamen verwendet, um die eingesetzte Spirituose kenntlich zu machen. Mit Whisky heißt der Drink Mike Collins, mit Applejack dann Jack Collins und wenn man ihn mit Rum macht, dann heißt er etwas weniger kreativ Rum Collins, um nur einige Varianten zu nennen. Besteht darin nun Einigkeit? Auch nicht so wirklich, denn beispielsweise in Jerry Thomas Bartender's Guide in der Ausgabe von 1876 heißen sie alle Tom Collins und der Name der Spirituose wird hinten einfach angestellt. Also zum Beispiel der Tom Collins Whisky. Das ist auch die Basisvariante, die im Buch vorkommt. In Harry Johnsons Bartender's Manual von 1882 werden John und Tom Collins aufgeführt. John mit sogenanntem Hollands, also dem Geneva, und Tom mit Old Tom Gin. Ja, was dann wieder der Idee entspricht, dass der Vorname die Spirituose erkennen lässt. Definitiv durchgesetzt hat sich bis heute auf jeden Fall, dass ein Tom Collins mit Gin zubereitet wird. Inzwischen häufig auch gerne mit einem London Dry Gin. Wenn ihr also nur den da habt, dann könnt ihr das auch so machen. Ich werde heute einen Old Tom Gin, also einen gesüßten Gin, verwenden und dafür im Drink die Zuckermenge ein bisschen reduzieren. Ja, der Drink wird im Shaker zubereitet. Wir brauchen zunächst die Oberseite. Wir brauchen einen Jigger in Unzen und wir beginnen mit frisch gepresstem Zitronensaft. Davon brauchen wir eine Dreiviertelunze. Dazu kommt Zuckersirup mit einer halben Unze. Und von unserem Old Tom Gin
brauchen wir 2 Unzen. Jetzt kommt Eis in unseren Shaker. Na, Quatsch, in die Unterseite. Ein bisschen kleines Eis. Dann habe ich hier noch so einen großen Eisblock. So, wir geben unsere Flüssigkeiten oben drauf. Wir schließen den Shaker und das Ganze kriegt so 10 bis 15 Sekunden. Der Shaker ist schon kalt. Wir schnappen uns unser Collins Glas und ich habe wieder einen schönen Collins Bier vorbereitet. Das Video dazu, wie man die herstellt, verlinke ich euch jetzt hier oben. Ja, und dann schnappen wir uns unseren Hawthorne Strainer und den Fine Strainer und seien den Drink ins Glas ab. Ja, das Ganze kriegt jetzt noch einen Top mit Sodawasser. Das ist wirklich nur ein Schuss. Ich würde mal sagen, das waren jetzt so irgendwas zwischen 1 und 2 Unzen. Ja, und als Deko ist klassisch eine Zitronenscheibe und eine Maraschino-Kirsche beschrieben. Ja, und dann habe ich hier für euch den Tom Collins. So, dann wollen wir mal probieren. Ja, ganz prima. Ist ein richtig schön frischer Drink. Leichte Süße, schöne Säure. Der Gin geht nicht drin unter. Das Sodawasser verwässert nicht. Das ist eine runde Sache. Das ist ein prima Drink und ja, kann ich mir gut vorstellen, dass der nicht nur Ende des 19. Jahrhunderts in den Bars gut angekommen ist. Das ist nichts super Komplexes. Aber was man prima nebenher trinken kann und was einfach ja, ein schönes Geschmacksbild hat und eine tolle Frische. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann würde ich mich selber ein Like freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich verlinke euch jetzt im Abspann noch unsere Playlisten zu Gin Drinks, zu Long Drinks. Könnt ihr da drin mal ein bisschen stöbern. Für heute sage ich danke fürs Zusehen. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Macht's gut, bis dann. Ciao.